willkommen Leute zu einem neuen Video und heute zocken wir mal wieder eine Runde Survival Games und das Ganze soll heute mal eine Diskussionsrunde werden, denn ich habe mir letztens mal, als ich meine Reihe gestartet habe, also so generell so diese älteste Reihe, älteste Screenshots und sowas, die auch am Wochenende weitergehen wird, Leute, ich denke mal, das wird samstags der Fall sein. Da habe ich mir mal die Frage gestellt, ey, ganz im Ernst, was könnte denn hier auf dem Gommel-Server die älteste Survival-Games-Map sein? Und da habe ich ein bisschen rumgeschaut und mich so ein bisschen erkundigt, habe auch mit ein paar Teammitgliedern hin und her geschrieben und dabei kam halt rum, zumindest was ich herausstellen konnte, dass halt die Map Murmeltier Games natürlich ziemlich alt ist. Ich meine, die sei nämlich gegen Anfang des Serverbeginns rausgekommen, also relativ nah am Anfang auf jeden Fall. Ganz genau kann ich das jetzt nicht sagen, weil das ist gar nicht mal so einfach, wenn man überlegt, wie viele Karten hier auf dem Server sind und sowas. Und ja, das kann man halt nicht so einfach herausfinden. Ich meine, im Forum wären auch nicht immer die Beiträge gepostet worden. Besonders bei so einer alten Map findet man den Forum-Beitrag, glaube ich, nicht. Aber das, daraus kann man zum Beispiel schon mal schließen, dass die Map halt so alt ist, dass sie nicht mal im Forum zu finden ist. Das ist zum Beispiel schon so ein Hinweis darauf, ne? Jetzt muss ich gucken, dass ich hier nicht direkt... Lol, was war das denn, bitteschön? Okay. Daraus kann man, wie gesagt, schließen, dass die Map ziemlich alt sein muss, da man sie halt nicht so einfach im Forum finden kann. Ja. Andererseits bin ich aber noch auf ein paar andere Maps gestoßen, beziehungsweise die ich in Gedanken habe. Denn die Map sollte auf jeden Fall, soweit ich weiß, also Murmeltier Games zu Release rausgekommen sein. Dann... ganz kurz nebenbei, Leute, ihr müsst natürlich in diesem Video gerne mal euer Wissen in die Kommentare schreiben. Also, wir werden versuchen, das herauszufinden, welche Map als allererstes herauskam. Ich habe auch zum Beispiel noch geguckt, Teveran kam, glaube ich, also die Map Teveran sollte wahrscheinlich auch der ein oder andere kennen. Ich meine jetzt aber die Map Teveran 1. Die kam, soweit ich weiß, auch irgendwann gegen 2013 heraus und das ist eigentlich auch schon relativ spät, wenn man bedenkt, wie alt der Server jetzt schon ist. Und ja, was ich aber dann noch herausgefunden habe, ist, dass die Map Ant Map beispielsweise auch noch eigentlich recht alt ist. Das ist jetzt so eine Sache. Oh, kann ich dich da reinlocken? Boah, oh nein. Ich habe gehofft, dass ich den da vielleicht ins Tier in die Lava reindroppen kann. Ich treffe gerade gar nicht mit der Rod, okay. Also die Map Teveran und Ant Map sind auf jeden Fall noch alte Maps. Wie alt das jetzt ganz genau ist, schwer einzuschätzen, aber ich beispielsweise kann mich erinnern, dass auch die Map, die ich gerade spiele, also die Murmeltier Games Map, rauskam oder schon, glaube ich, sogar draußen war, da bin ich mir nicht ganz sicher, als ich damals als der Server auf jeden Fall noch 100 Slots hatte, so um die 100 Slots hatte damals der Server. Und da muss ich jetzt aufpassen, bloß nicht sterben. Habe ich einen Bogen? Ich habe keinen Bogen. Ich halte mich da aber auch ein bisschen zurück, weil der krasse Rüstung hat und ich da jetzt nicht unbedingt drauf gehen möchte. Ja, also auf jeden Fall, als der Server 100 Slots hatte, ich glaube, das war so Minecraft-Version 1. Boah, ich habe keine Ahnung mehr, was für eine Minecraft-Version das war, aber auf jeden Fall war das relativ früh. Das war noch die Zeit, als die Community, also die frühere Community, der Hauptserver war... Die Hauptlobby war von dem Server und das ist schon eine Zeit lang her, da kann ich mich aber auch nicht mehr so ganz dran erinnern. Und ja, das ist eine Sache, die ich mich wirklich frage und die ich mir auch nicht so ganz erklären kann bis momentan. Also das ist momentan der Stand. Also was ich herausgefunden habe, ist halt einmal Endmap, Murmeltier Games und Survival Games 4. Mehr weiß ich jetzt leider auch nicht. Was man jetzt noch nehmen könnte, ich weiß aber gar nicht, ob die Map auf dem Server ist, wäre die Map Survival Games Nummer 1. Das ist ja auch schon eine etwas ältere Map. Also das war ja die allererste Survival Games Map auf, ja generell, die Vereide rausgebracht hat. Und ich meine, die wäre hier auch auf dem Server vertreten gewesen. Oder war das Hive? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Alter, ist ja mal gut. Was will der mir denn so hinterherrennen? Das kann ich mal gar nicht nachvollziehen. So. Kann ich da vielleicht in der Palme... Ja, ich glaube, das soll eine Palme sein. Doch, das sollte eine Palme sein. Kann ich hier noch irgendwie... Ich finde einfach keinen Brustpanzer. Das ist halt so das Problem.
Kann ich ihn töten? Oh, bitte. Alter, er hat Full Iron. Das wäre das Geilste, was jetzt passieren könnte. Komm, fall da rein oder so. Komm. Jetzt bleib ruhig stehen. Du kannst gerne stehen bleiben. Ist jemand hinter mir? Nein. So, komm her. Und bam. Injo. Alter, okay, da hat er mir krass einen fetten Drop gegeben. Alter, dass ich das jetzt noch überlebt habe, ist mehr als nur ein Wunder. Gut. Schön, Leute. Ja, und ich dachte mir, genau aus dem Grund zocken wir jetzt einfach mal die Maps an. Also zumindest jetzt ein paar von den Maps. Da ich weiß es halt einfach nicht. Also Endmap auf jeden Fall, Murmeltier Games auf jeden Fall. Survival Games 4 meine ich auch noch. Also das heißt, die Sache ist halt einfach die, nur weil die Map halt alt ist, heißt es ja nicht, dass die Map schon lange auf dem Server ist. Das ist natürlich auch so ein Problem, was man beachten muss. Alt heißt ja nicht unbedingt gleich, also eine alte Map heißt ja nicht, dass sie unbedingt gleich alt auf dem Server ist. Die ist ja nicht unbedingt bei Release direkt auf dem Server draufgekommen. Und Alter, die hat ein verzaubertes Steinschwert, da muss ich jetzt gucken, dass ich da vielleicht ein bisschen gegengehe, weil ich jetzt nicht verkacken will. Oh, ja, ich hätte jetzt auch auf den anderen gehen können, aber dann wäre ich höchstwahrscheinlich direkt gestorben. Weil der hat einfach mega krasses Equip. Also der Typ, den ich jetzt töten konnte, weil der hat halt, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass ich auf den gehe. Ist auch ein bisschen komisch. Das ist jetzt auch kein Teaming oder so. Das will ich nochmal klar ausdrücken. Aber, ja, ich gehe da auch garantiert nicht auf den Typen drauf, der krasses Equipment hat. Das wäre ja ein bisschen doof, um das mal so auszudrücken. Was? Reiner mit dir? Hat einfach den Stick, Alter. So ein kleiner Hund, aber ich habe die bessere Waffe. Nein, ich bin so ein Idiot. Oh, scheiße, wie dumm ich eigentlich bin, das kann nicht wahr sein. Also, da war ich mir schon fast zu sicher und dann passiert sowas. Also, ich wollte gerade sagen, ich habe die bessere Waffe und dementsprechend kann ich da auf jeden Fall gegenhalten. Und das stimmt ja auch irgendwie, aber trotzdem sollte ich mir da nicht zu sicher sein. So, komm. Und da haben wir ihn. Perfekt. Alter. Shit. Hätte aber auch, muss ich sagen, anders ausgehen können. Wenn der Typ mich ordentlich gehittet hätte, also von dem ich das Schwert hatte. Und ja. Gut, ich würde sagen, Pat hat's abgestaubt. Alles klar. Der Typ rennt weg. Ich greife ihn an, damit ich halt nicht sterbe gegen ihn. Los, abgestaubt. Alles klar, Junge. Ich check dich. Gut. Ich würde sagen, wir spielen einfach noch abschließend eine Runde Quick Survival Games, damit sich das Video auch nicht unendlich lange in die Länge zieht. Und wir können ja beim nächsten Mal gucken. Also ihr müsst, wie gesagt, in die Kommentare schreiben, was denn jetzt eurer Meinung nach die älteste Map ist. Denn das ist halt jetzt eine Sache, die wir nur herausfinden können, wenn wir da zusammen, ja, vorgehen. Und das war eine knappe Angelegenheit. Und dich kriege ich auch noch, hoffentlich. Nein. Komm her. Kommst du her? Nein. Yo, einfach im Lauf gibt er den so nebenbei eine Schelle und tötet den. Wie lustig war das denn jetzt? Alles klar. Alles klar. Einfach so im Lauf. Passiert mir garantiert auch immer. Nicht. Bam. Und der ist auch weg. Was fehlt mir jetzt noch? Mir fehlt erstmal eine Hose. Und sollte mal ein bisschen Deckung gehen, weil ich nicht mehr so viele Herzen habe. Aber den sollte ich ja töten können. Ein Hit. Zwei Hits. Drei Hits, sehr schön. Hinter mir ist keiner. Eisenhose, ganz kurz anziehen. Und dann haben wir da hinten den nächsten. Da sollte ich auf jeden Fall mal in den Kampf reingehen. Weil das sieht doch ganz nice aus. Komm, schön, da haben wir ihn. Den nächsten. WC Ente, Ente gut, alles gut. Und das ist auch mit dir jetzt der Fall. So, und dann hinten sehe ich auch noch zwei Gegner. Komm her da. Scrizzle, yeah. Alles klar. Aber ein Diabrustpanzer, das ist gar nicht mal so schlecht, muss ich einfach mal zugeben. Okay, das ist, denke ich mal, die bessere Taktik, als da jetzt drauf zu gehen. Und jetzt noch ein Hit? Nein. Stopp mir den nicht ab. Und? Oh, sehr schön. Da habe ich ihn. Okay, dann haben wir den auch nochmal. Und jetzt kommt der andere an. Jetzt kommt der andere an. Habe ich noch mal ein paar Pfeile. Und da ist auf jeden Fall schon mal ein Hit drin. Hä, aber ich hoffe jetzt mal nicht, dass die Team, weil der eine Typ, war der nicht auch hinten oder so? Ich weiß es nicht. Naja, schauen wir mal. Das werden wir ja spätestens im Deathmatch sehen.
Okay, so, da haben wir jetzt einen zu unserer Rechten. Das ist dieser Shrizzle-Typ da. Der hat einfach noch einen... Alter, wie viel Goldäpfel hat der denn? Der hat doch gerade erst einen Goldapfel gegessen. Das ist ja nicht normal. Eigentlich müsste er mich jetzt locker wegklatschen. Ich meine, bei seinem Equipment... Ja gut, er hat ein halbes Herz. Aber ich meine, ist nicht verwerflich, weil... Ich meine, der hat sein Equipment ausgenutzt und das ist auch richtig so. Und ja, Leute, in dem Sinne würde ich sagen, wie gesagt, Diskussion ist offen, schreibt es in die Kommentare und dann sehen wir uns heute um 19 Uhr bei einem weiteren Video. Bis denn und ciao.